சரி லீலோ சரி லெலி லெலோ ரெசன Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachblos und zur ersten Folge von Montags Marvel Multiverse. Ja, ich habe es ja angekündigt, dass ich neben den MCU-Marvel-Filmen auch über kurz oder lang mal die ganzen anderen Marvel-Filme angehen möchte, die es da noch so gibt, die nichts mit dem MCU zu tun haben. Und äh, da A, ah, das gerade im MCU sowieso Thema ist, hier mit Verbindung zwischen den alten Filmen und den neuen Filmen, gerade was Spider-Man so angeht, und äh, da jetzt auch gerade ein bisschen Pause ist, was Marvel angeht, weil ähm, jetzt erst demnächst der Black Widow-Film kommt und Loki ja auch noch einen Moment auf sich warten lässt, dachte ich mir, fange ich doch jetzt mal an und suche mir mal ein paar von den alten Filmen raus, hole die nochmal nach und bespreche die mal so peu à peu, wenn gerade ein bisschen Zeit und Luft ist. Und ich würde sagen, heute fangen wir mal an mit einem der Filme, der mit dafür verantwortlich ist, dass ich so großer Fan von Superheldenfilmen geworden bin, weil er das Genre auch wieder ordentlich befeuert hat. Und zwar reden wir vom Film aus dem Jahre 2002 Spider-Man. Und zwar Spider-Man von Regisseur Sam Raimi. Ja, der Film, der wirklich ein... Einen großen Schub geleistet hat, was die ganze Superheldenwelle angeht. Und ähm, ich fand ihn damals unfassbar gut. Ich mag die heute noch. Auch wenn die so ein bisschen komisch wirken im Nachhinein, wenn man es jetzt heute nochmal anguckt, da gehe ich gleich im Detail nochmal drauf ein. Aber damals äh, war, das, ähm, war das echt ein Erlebnis. Also gerade die, die zum ersten Mal Spider-Man so durch eine Häuserschlucht schwingen zu sehen, wie man sich halt eben aus dem Comic vorgestellt hat und nicht so billige, ähm, naja, es gab ja so Spider-Man-Realserien, da brauchen man nicht drüber sprechen, glaube ich. Aber das war schon geil damals und ja. Und deswegen nehme ich den jetzt mal als Startschuss für diese kleine Nebenreihe von Montags Marvel und ja. Regie war von Sam Raimi, das habe ich schon gesagt, und die Musik war von Danny Elfman, das natürlich auch super ist. Der, der hat ein extrem gutes um, Theme für die Spider-Man-Reihe geschaffen, den höre ich heute noch immer noch sehr, sehr gern. War echt cool. Worum geht's? Die Handlung ist ja einigermaßen bekannt, würde ich sagen. Deswegen machen wir das nur ganz kurz. Der Highschool-Schüler Peter Parker, gespielt von Toby Maguire. Lebt bei seinen Tante May und Onkel Ben, gespielt von Rosemary Harris und Cliff Robertson. Und er ist ein ziemlicher Wissenschaftsnerd und sehr schüchtern und äh, kriegt deswegen ständig von seinen Mitschülern auf den Sack. Ähm, und ja, kommt nicht so richtig, kommt nicht so richtig gut an in der Schule. Ähm, und ist zudem noch in seine Nachbarin und Jugend, Jugendfreundin ähm, Mary Jane Watson, genannt MJ, gespielt von Kirsten Dunst, verliebt an die er sich aber auch nicht so richtig rantraut und nicht traut sich so richtig anzusprechen und äh, schmachtet ihr quasi schon sein ganzes Leben lang hinterher. Eines Tages bei einem Schulausflug in ein Genlabor wird er von einer genmanipulierten Spinne gebissen, worauf er Superkräfte entwickelt, zum einen zum einen erhöhte Körperkraft, des weiteren eine Art äh, sechsten Sinn, so eine Art Frühwarnsystem, das ihn vor Gefahren warnt. Und zum anderen die Fähigkeit an glatten Wänden hochzuklettern und natürlich die Fähigkeit Spinnenfäden aus seinen Handgelenken zu schießen, also keine Netzshooter, sondern aus den Handgelenken. Und ähm, ja, er erprobt diese neuen Fähigkeiten wird dadurch zunehmend selbstsicherer und ähm, als erste Amtshandlung wird erstmal der Schulbully, der ihn jeden Tag traktiert, ähm, fertig gemacht. Das spricht sich natürlich rum und eines Tages wird er von seinem Onkel Ben zur Seite gebeten und kriegt eine kleine Moralpredigt gehalten, von wegen sich verändernde Körper und so dieses typische Pubertätsgespräch und darin ja. fällt natürlich auch der ikonische Spider-Man-Satz, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Äh, ja, er tut es ein bisschen ab und er möchte eigentlich Geld verdienen gehen. Er möchte Mary Jane beeindrucken, sich ein teures Auto kaufen, möchte deswegen an, an einem Showkampf teilnehmen wo es Geld zu gewinnen gibt. Ähm, er wird allerdings vom Veranstalter übers Ohr gehauen und als ähm, dieser ähm, anschließend überfallen wird, lässt er den Räuber entkommen, um, um sich zu rächen. Äh, draußen angekommen sieht er, wie ähm, sein Onkel Ben blutend am Boden liegt und äh, mit einer Schusswunde im Bauch und äh, in seinen Armen verstirbt. Er verfolgt den Räuber äh, und muss feststellen, dass der Typ, der den, seinen Onkel Ben erschossen hat, genau der ist, den er vorher zu, äh, durchgelassen hat. Im Effekt bringt er den Räuber um, indem er ihn aus dem Fenster schmeißt, macht sich natürlich danach unheimliche Vorwürfe, A, weil er jemanden umgebracht hat und B, weil er sich jetzt verantwortlich macht für den Tod seines Onkel Ben. Zeitgleich entwickelt ein gewisser Norman Osborne, gespielt von Willem Defoe, der namensgebende Oberhaut von Oscorp Industries, einer wir stellen alles her, Multikonzernfirma. Die entwickeln unter anderem auch schweres Kriegsgerät und ähm, es wird unter anderem an einem an einem Gleiter, so eine Art oder wie so ein Hover, Hoverboard, geforscht und sie entwickeln einen ja so ein bisschen wie das Supersoldatenserum von Captain America. Aber die Geldgeber wollen ihnen den Hahn abdrehen und deswegen sieht sich Norman Osborn gezwungen die Forschung abzukürzen und testet dieses komische Mittel an sich selber, was zwar ihn tatsächlich stärker macht, allerdings ihn auch wahnsinnig macht. Er tötet seinen Laborleiter und ähm, schnappt sich diesen Gleiter mit seinem Fluganzug und haut damit ab. Ja, währenddessen versucht sich Peter Parker so ein bisschen als in seiner neuen Identität als Superheld, ähm, macht sich als Spider-Man so ein bisschen einen Namen in der Stadt und ähm, jobbt nebenher beim Daily Bugle als Fotograf, indem er Fotos von quasi von sich selber schießt und die also Spider-Man-Fotos an die Zeitung verkauft. Obwohl äh, der Herausgeber J. Jonah Jameson, gespielt von J.K. Simmons, äh, eigentlich nichts lieber will als ähm, ja äh, Schlagzeilen tauglich, ihn zum zum Bösewicht abzustempeln. Währenddessen fängt allerdings Norman Osborn als der Grüne Kobold an, die Stadt zu terrorisieren und bringt zuallererst mal den Vorstand von Oscorp um, weil die ihn absägen wollten. Dabei geraten noch einige andere Leute in Gefahr, unter anderem Mary Jane, die dann von Spider-Man gerettet wird. Über kurz oder lang erfährt dann der Grüne Kobold, A.K.A. Norman Osborn, von Peters wahrer Identität und stellt ihn schlussendlich vor die Wahl, ob er jetzt wirklich ein Held sein möchte und stellt ihn vor die Wahl, entweder MJ zu retten oder einen, äh, eine Gondel voller kleiner Kinder. Was Spider-Man natürlich trotzdem schafft und letzten Endes kommt es zum Showdown zwischen dem Grünen Kobold und Spider-Man. An dessen Ende Norman Osborn sich selbst mit seinem Fluggleiter ersticht, um Norman Osborns Sohn und Peters bestem Freund Harry Osborn, gespielt von James Franco, die Schmach zu ersparen, indem er herausfindet, was sein Vater für ein verrückter Irrer war entschließt sich Peter, ja, das zweite Gesicht von Norman Osborn nicht zu zeigen, sondern er äh, bringt quasi nur die Leiche von Norman Osborn ohne, dieses, ohne das Koboldkostüm kostüm wieder zurück in sein, in sein Penthouse und ähm, sein Kumpel Harry Osborn sieht quasi nur noch wie Spider-Man die Leiche seines Vaters in seinem Wohnzimmer ablegt und schwört daraufhin blutige Rache an Spider-Man. Am Ende, auf Norman Osborns Beerdigung eröffnet, Mary Jane dann doch noch Peter, dass sie in ihn verliebt ist und mit ihm zusammen sein möchte. Aber Peter hat zu dem Zeitpunkt schon längst beschlossen, dass es sicherer ist, wenn sein Umfeld nicht weiß, dass er Spider-Man ist. Und deswegen nimmt er Abstand von Mary Jane und sagt, er kann nur ihr Freund sein und widmet sich deshalb voll und ganz seiner neuen Identität als Spider-Man. Ja. Der erste Spider-Man von 2002 ist ein Film, den ich eigentlich immer noch gerne gucke. Allerdings ähm, hat er jetzt mittlerweile so ein paar Eigenheiten, sage ich mal, die mir irgendwie damals nicht so richtig aufgefallen sind. Aber jetzt, wo man so ein bisschen andere Superheldenfilme gewohnt ist mittlerweile, ja, hat er so ein bisschen. Also zum Beispiel finde ich, ähm, was mir früher nie so aufgefallen ist, der ist ganz schön kitschig. <laughs> also gerade alles sehen, die so mit. Toby McGuire und Kirsten Dunst halt irgendwie sind. Also diese ganze Liebesbeziehung zwischen Peter Parker und MJ. Das ist schon ganz schön schmalzig teilweise. Und ähm, dann hat er auch ab und zu so Stellen, wo man... Und dann hat er ab und zu so Stellen, wo aus irgendeinem Grund die Figuren so so Ansprachen halten so so, so richtig vorher auswendig gelernte ähm, Vorträge über Moral und keine Ahnung also schon so ein bisschen teilweise sehr skriptig was da also es wirkt teilweise nicht sehr nicht sehr natürlich was die teilweise sprechen, sondern das wirkt so ein bisschen aufgesagt alles. Es hat Filme mir früher nie so auf, aber das kommt öfter mal. Allen voran natürlich hier die Onkel Ben, die berühmte Onkel Ben-Szene mit äh, aus großer Macht folgt großer Verantwortung. Das kennt man ja, das äh, passt ja auch ganz gut, aber es gibt noch mehr so Stellen, wo auf einmal Tante May aus, Herz, aus, aus heiterem Himmel anfängt, äh, ihm einen Vortrag über, über, über Helden und äh, der, über die Vorbildfunktion von Spider-Man und sowas. So. Ein bisschen seltsam. Aber ja. Ähm, ja, ähm, was natürlich auch auffällt, ähm, dafür, dass Peter Parker ein Teenager in der Highschool sein soll, ist er ganz schön alt. Also ich weiß nicht, wie, to wie alt Toby Maguire war, als er den Film gedreht hat, aber da war er auch schon so Ende 20, Anfang 30 war er da bestimmt schon. Und ähm, naja, okay, das ist dann, also für Highschool-Filme ist das ja irgendwie fast schon normal, aber es fällt schon auf, dass Peter Parker schon recht alt ist dafür, dass er in die Highschool geht dann äh, manche Figuren sind ganz schön überdreht allen voran hier Norman Osborn äh, gespielt von Willem Dafoe und äh, der ist also der wird durch dieses komische Serum wird er irre aber wenn man es mal genau nimmt ist der vorher schon irre also so wie der redet und wie er da lacht und so ähm, ist es äh, ist der vorher hat er vorher schon hau weg aber vielleicht passt es ja zu der Theorie, dass das supersoldatenserum serum von Captain America <laughs> das quasi nur verstärkt, was schon da ist. Also wenn er vorher schon irre war, wird halt noch irrer dadurch. Aber ja, es ist schon, schon interessant, dass der vorher schon so drauf war. Allerdings super gespielt von Willem Dafoe, also es ist vollkommen overacted, aber das passt irgendwie total gut. Also diesen irren Blick und so, das hat er schon echt ganz gut drauf. Die ganze Nummer mit Peters Verwandlung ist äh, auch irgendwie eigen. Also es war ganz cool gemacht, dass er dann halt also aufwacht und ist dann so durchtrainiert auf einmal und hat, braucht keine Brille mehr und so weiter und so fort. Ähm, interessant finde ich zwei Sachen. Nämlich einmal, dass er. Ich glaube, das ist der einzige Film, wo sie wirklich versuchen zu erklären, warum er die Wände hochlaufen kann. Das habe ich, glaube ich, vorher noch nie irgendwo versucht, so eine Erklärung. Es ist auch irgendwie quakig, aber. In dem Fall ist es ja, das sieht man ja so in Großaufnahme, dass er so ganz kleine Widerhaken an den Händen hat, an den Fingern hat, an, mit denen er sich dann an der Wand hochläuft. Ähm, von mir aus, wie er das mit den Schuhen macht, ist mir dann nach wie vor ein Rätsel, weil, ne, die, oder gehen die Widerhaken durch die Schuhe durch. Ich habe keine Ahnung, All jedenfalls, zum ersten Mal so eine Erklärung, dass der halt so kleine Haken hat und sich dann an der Wand festhält. Äh, jo, ähm, ist halt so. Die anderen Filme sparen sich die Erklärung, er kann es halt einfach bums aus. Und dann die Nummer mit den Spinnenfäden. Da ist es ja eigentlich in den Comics so, dass er diese Netzschooter sich gebaut hat und aus denen kommen dann mit so einer Flüssigkeit eben die Netze raus. Und in dem Fall ist es halt einfach so, nein, er mutiert halt quasi so ein bisschen durch diesen Spinnenbiss und hat dann diese, wie so Drüsen an den Handgelenken, wo er dann eben daraus die Netze schießen kann. Was ich ja fast besser finde. Ich finde es halt so ein bisschen... Ja, dann muss er eben nicht noch extra nachfüllen und Munition dabei haben und Angst haben, dass das leer wird, sondern er kann das einfach aus sich selber raus. Das ist so ein bisschen komische Vorstellung, dass das Zeug aus den Handgelenken kommt. Aber egal. Ist halt eben mal, in dem Fall ist es halt so, dass das, dass die Fäden quasi aus ihm selber rauskommen und nicht durch diese, durch diese netz die er normalerweise hat. Und da ist auch die, die Szene, wo er dann zum ersten Mal seine Netze ausprobiert, ist halt auch immer wieder schön, weil er da oben steht und los, Netz und flieg, shazam und sowas macht. Das ist immer wieder schön. Ähm, was gibt es denn noch Schönes? Ich frage mich jedes Mal, wenn ich das sehe, ähm, wie hat er sich diesen Anzug gebaut? <laughs> also er hat ja am Anfang bei seinem ersten Auftritt da bei diesem Ringkampf hat er ja noch das typische, ich ziehe mir nur eine Strumpfmaske über und, oder eine Skimaske und habe einen roten Pulli an und so, mal mir mit Filzstift eine Spinne drauf aber äh, später hat er ja dann diesen, diesen relativ aufwendigen Spider-Man-Anzug, wo er auch mit so, mit, mit so Gummi diese Netze so haben, so drauf gemacht. Wie hat er das gemacht? Also das ist ja jetzt nichts, was man sich mal eben schnell im Kinderzimmer zusammennäht. Ähm, weiß man nicht. Und apropos der, äh, der Kampf, dieser Ringkampf. Also immer, dieser Film ist voller Cameo-Auftritte. Das ist mir früher nie so aufgefallen, aber jetzt beim wiederholten Gucken... Unfassbar viele Cameo-Auftritte. Da ist zum einen ähm, natürlich der Cameo von Stan Lee, der darf ja in keinem äh, Marvel-Film fehlen, der steht irgendwie, irgendwie in so einer Menschenmenge rum und rettet, glaube ich, ein kleines Mädchen sogar. Äh, dann haben wir ein Cameo von äh, Randy Savage, dem Wrestler, also dem Macho-Man Randy Savage, das ist dieser, ähm, dieser Champion, den er im Ring besiegen muss. Dann haben wir ein Cameo von ähm, Bruce Campbell, Ash aus The Evil Dead, <laughs> der lustigerweise in jedem der drei Spider-Man-Filme ein Cameo hat. Das wusste ich auch nicht vorher. Ähm, in dem Fall ist er der Ringansager, der, ähm, der ihm auch den, den Namen Spider-Man gibt, weil er stellt sich als halt die menschliche Spinne vor und er sagt, ja, nah, das klingt doch Kacke und hier ist Spider-Man. Ja, das ist äh, Bruce Campbell. Und äh, was ich jetzt auch noch rausgefunden habe hier, Lucy Lawless, die Darstellerin von Xena, hat, eine, hat ein Cameo. Wa warum auch immer die da jetzt mit drin ist, weiß kein Mensch, aber die spielt so eine Punkerin, die irgendwie interviewt wird, wegen Spider-Man. Ähm, bei Bruce Campbell verstehe ich das noch. Bruce Campbell hat ja immerhin mit Sam Raimi zusammen damals Evil Dead gemacht, deswegen haben die scheinbar da eine Verbindung und eine Freundschaft, deswegen durfte da in jedem seiner Filme auftauchen. Aber was Lucy Lawless damit jetzt zu tun hat, weiß ich nicht genau. Dann bleibt äh, also natürlich muss man erwähnen hier ähm, J.K. Simmons als J. Jonah Jameson ist der Hammer. Das ist so eine ist so eine geile Rolle dieser dieser cholerische Zeitungsfuzzi der. Das ist wirklich wirklich gut und ich bin sehr glücklich, dass sie den wieder ähm, in den im, im MCU Spider-Man, dass er da auch noch mal auftaucht. Ich weiß nicht, ob er noch mal auftaucht oder ob das jetzt wirklich nur so ein kleiner Gag war, dass sie den dann noch mal genommen haben. Aber äh, J.K. Simmons als J. Jonah Jameson super. Dann hier Harry Osborne, den finde ich leider relativ, relativ nervig. Der wird dargestellt von James Franco. Der ist super. Oh, ich weiß auch nicht, der ist so weinerlich und in der, der in allem, was der macht, würde der besser in eine Soap Opera passen irgendwie. Also dem, der trägt auch noch mal sehr zum Kitsch bei, dass dieser Film teilweise hat. Und, äh, also, naja, also Harry Osborne ist in dem Fall nicht so meins tatsächlich. Es gibt die berühmte Kuss-Im-Regen-Szene, die hat sich ja auch in die Popkultur eingebrannt. Hier, also Spider-Man, der vom über den Kopf hängend sich die Maske so ein Stück runterzieht und dann MJ im Regen über Kopf küsst. Das ist ja auch ein sehr ikonisches Bild, wird ja auch tausendfach zitiert wieder und parodiert in allen möglichen Filmen. Am Ende im Abspann kommt ja noch dieser ähm, Tie-In-Song, sagt man, glaube ich, so Fil also Songs, die nur für einen bestimmten Film geschrieben wurden. In dem Fall ist das Hero. Von Chad Krüger, dem Sänger von Nickelback und noch so einem anderen Typ, den ich jetzt nicht weiß, woher der herkommt und wie der heißt. Ähm, aber den, das, das Lied fand ich damals auch eigentlich ziemlich geil. Es ist heute auch wieder so ein, auch kitschig irgendwie, aber im, 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 im Gesamtpaket, finde ich, hat das irgendwie sehr gut zusammengepasst, alles. Natürlich darf keine Szene fehlen, in der Spider-Man nicht oben auf dem auf einem Dach auf einer Amerika-Fahne sitzt. Das ist irgendwie auch so ein Ding, was äh, auch schon auffällig ist. Es ist kein Spider-Man-Film ohne dieses, diesen Shot mit der Amerika-Fahne. Äh, ja, mein Gott, Amis. <laughs> Aber von wegen auf Dächern sitzen. Das, äh, ich fand es wirklich damals revolutionär geil gemacht, wie diese Szenen gemacht sind, wie sich Peter Parker durch die Häuserschluchten schwingt. Das CGI hat ein bisschen gelitten mittlerweile, also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das halt alles aus dem Computer stammt und so, aber so diese generell, wie das gemacht war, dass der sich, dass man sich zum ersten Mal im Kino mit Spider-Man durch die Häuserschluchten schwingen konnte und so. Es war schon geil gemacht. Das gab es halt eben in der Form so vorher noch nicht zu sehen irgendwie, so außer also halt im Comic muss man sich halt vorstellen. Aber auf der Leinwand gab es das so noch nicht und ich finde es nach wie vor super gemacht. Und apropos Hochhäuser, ähm, es war ja der Film, der kam ja 2002 ins Kino und im Trailer dazu, ich glaube der Trailer kam schon im Jahr vorher, nämlich 2001 und da gab es noch, ähm, da gab es eine Szene im Trailer, wie Spider-Man einen Hubschrauber in einem Netz fängt, das er zwischen die Twin Towers vom World Trade Center gespannt hat. Und danach ähm, kam ja dann die, ähm, ja danach kam dann der 11. September und dann mussten sie den Trailer auch irgendwie wieder zurückziehen, weil das durfte dann aus irgendeinem Grund war ja Hollywood dann auf einmal der Meinung, sie dürfen jetzt nirgendwo mehr das World Trade Center zeigen. Sie haben ja teilweise sogar alte Filme irgendwie nach nacheditiert, um das World Trade Center rauszu rauszueditieren. Also es ist irgendwie quatschig, aber ja, sie mussten dann halt relativ kurzfristig noch das World Trade Center aus dem Film rausretuschieren. Angeblich sieht man es noch an einer Stelle in der Spiegelung von Peter Parkers Maske. Da sieht man noch die Twin Towers, aber ansonsten haben sie es rauseditiert. Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Der Film macht nach wie vor Spaß. Es sind mir halt, wie gesagt, so ein paar Sachen aufgefallen, die mir früher nie so aufgefallen sind. Wie zum Beispiel, dass das halt doch einen relativ hohen kitschfaktor faktor hat, das Ganze. Und dass, ja, Toby Maguire fast nie ohne Tränen in den Augen wie zu sehen ist. Also das ist ja fast schlimmer als Frodo in, im Herr der Ringe. Oder? Also was der was der, was der sich zusammen weint in den, in den Film, ähm, ja, ist halt, irgendwie eine andere Herangehensweise an die Figur, so, ich, Tobi Maguire ist ja auch eher so ein Darsteller, der mehr so romantische Filme gemacht hat, glaube ich, früher. Aber, ey, ist egal. Mir machen immer noch Spaß. Es ist alles ein bisschen drüber. Alles sehr overacted, fast schon. Eig Eigentlich sind fast alle Figuren overacted. Also der ganze Film ist sehr auf 10 gedreht, irgendwie, was alles angeht. Aber, ja, mein Gott, es ist, macht trotzdem Spaß und hat halt ähm, für mich zusammen mit den X-Men Filmen diesen ganzen ja mein mein Fantum für Superhelden im Allgemeinen so ein bisschen losgetreten. Okay, da würde ich sagen, was das mal für diese erste Folge von Montags Marvel Multiverse. Als nächstes kommt dann logischerweise Spider-Man 2. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder ein und drückt den Knopf, der das zum Ausdruck bringt, dass es euch gefallen hat und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge vielleicht montags zu Montags Marvel. Bis dann dann.